Manchmal wundert man sich und reibt sich die Augen. Und mir ging das so, als ich eine Äußerung des ehemaligen FBI-Chefs Ted Gunderson las, der verlangte, das Versprühen von Chemtrails einzustellen. Willkommen im Club der Verschwörungstheoretiker, müsste man ihm zurufen. Oder ist das Wissen um Chemtrails und vor allen Dingen um die Schädlichkeit von diesen inzwischen schon im Mainstream angekommen, immerhin offensichtlich beim FBI. Und um dieses Thema Chemtrails, die Auswirkungen, geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Ist schon erstaunlich, wenn eine solche Figur das so offen erklärt. Ja. Und er steht da ja. Es gibt einen grünen Abgeordneten, es gibt einen NATO-General, gar nicht alleine. Nein, nein, korrekt. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die sich damit beschäftigt haben. Bloß es wird halt nicht gebracht von den öffentlichen Medien, weil die Leute ja schön weiter schlafen sollen. Das ist der Punkt. Ne? Ja, vielleicht können wir mal kurz Hermann Scheer nochmal überhaupt zu Verschwörungstheorien hören. Ja, das passt weil gut. Weil ich komme ja gerade von einer Demo gegen Geoengineering in Berlin. Ja. Und da hatten wir auch Spiegel TV dabei und WDR. Mal sehen, was die wieder an Desinformation bringen. Und da haben wir nämlich das Ding auch vorgespielt, damit die gleich mal hören. Für den Totschlagsbegriff Verschwörungstheorie. Und der alles abtun soll, was in dem Zusammenhang an Vermutungen, konkreten Verdachtsmomenten und so weiter da ist. Und womit ja dann unterstellt wird, indirekt mit diesem Totschlagsbegriff, es gäbe keine Verschwörungen. Aber natürlich gibt es Verschwörungen, selbstverständlich. Und die beste Möglichkeit von Verschwörung abzudenken ist einfach so, ach, Verschwörungstheorie, aus der Luft gegriffen, irgendwie herbeifantasiert oder sonst etwas. Aber die Vorgänge, die nun wirklich einigermaßen dokumentiert sind, alles andere als Verschwörungstheorien, es waren Verschwörungen. Die Aufgabe bleibt, dass institutionelle Vorkehrungen getroffen werden müssen, die allesamt mit Transparenz zusammenhängen, damit sich eine Demokratie vor ihren Unterminierern schützen kann. Der Feind sitzt innen, heute mehr denn je und nicht mehr außen. Er sitzt mehr denn je innen. Eine sehr bemerkenswerte Aussage eines auch sehr bemerkenswerten, leider nicht mehr unter uns weilenden Politikers, der Klartext geredet hat und auch hier Klartext redet. Ja. Und der, wenn er die jetzige Zeit erlebte, wahrscheinlich das Ganze nochmal mit 50 Ausrufungszeichen nochmal unterstreichen würde. Ja, also genau. Da hat sich nichts geändert. Genau. Ich meine, ich schätze ihn ja auch sehr. Ich habe ihn damals schon in Hamburg mal beim Vortrag aufgesucht und ich habe diesen deutschen Solarpreis von ihm und Franz Altmaier überreicht bekommen. Insofern war das besonders bitter, dass er abtrat, weil er einer der wenigen aufrechten Leute war. Ne? Ja, ja. Ja. Bei dem Thema Wetterkontrolle, bei dem Thema Chemtrails und du bist gleich so lieb und sagst da auch nochmal die Unterschiede, die man auch sehen kann, die du auch gefilmt und fotografiert hast, würde ich gern noch auf ein Zitat hinweisen von Brzezinski, der sich mit dem Thema Wetter- und Klimakontrolle sehr deutlich geäußert hat und aus dem Fenster gelehnt gesagt, das sind strategische Dinge, die heute, ich glaube, Gibraltar und Suezkanal in ihrer strategischen Bedeutung abgelöst haben. Genau. Also eine klare Aussage eines Vertreters des US-Imperialismus, dass das Instrumente der Politik sind. Und da hat er auch gar keine Scheu, das so zu sagen. Nein, er hat es sogar ziemlich deutlich beschrieben, was es ist und sogar in einem Buch, also man kann es sogar nachlesen. Ja. Von daher gibt es da gar nichts zu deuten. Übrigens hat ja auch der amerikanische Verteidigungsminister Cohen hat das 1997 sehr deutlich gesagt, kann man auch auf der Government-Seite nachlesen, dass es eben Leute gibt oder Staaten gibt, die also durch die Wirkung von elektromagnetischen Wellen, das hat er ja sogar gesagt, wodurch, also Erdbeben erzeugt, Hurrikane steuern kann und so weiter. Also es gibt da schon sehr, sehr deutliche Aussagen von Leuten. Ne? Ja. Also der Planet, wie Rosalie Bertell das geschrieben hat, wird zur Waffe. Richtig. Und das, was da sogenannte Politiker machen oder sogenannte Strategen,
ist im Grunde genommen mit diesem ganzen Planeten spielen und völlig unverantwortlich. Richtig. Und das seit sehr, sehr langer Zeit. Ich meine, die Wetterkontrolle ist ja also seit mindestens den 40er Jahren begonnen worden. Also zu Anfang eben mit einfachen Cloud-Melken, sag ich mal. Ja. Also Wolken impfen, Silberjodid und so weiter. Es stecken ja auch Energiekonzerne dahinter. General Electric war der erste, der das ausgeschlachtet hat. Enron spielt da immer noch mit und so weiter. Das wissen die meisten Leute ja gar nicht. Ja, vielleicht um mal auf Chemtrails zu kommen, was ist denn das überhaupt? Ich meine, Kondensstreifen kennt jeder. Hinterm Flugzeug gibt es so einen kleinen Streifen, der quasi dadurch entsteht, dass sich eben durch die unverbrannten Abgase kleinste Partikel aus dem Triebwerk begeben. Und wenn die ein Stück entfernt sind vom Flugzeug, bilden die Impfkerne eben für Eiskristalle. Aber nur unter der Bedingung, wenn oben genug Feuchtigkeit herrscht, also mindestens 70% Luftfeuchtigkeit. Und mindestens minus 40 Grad. Wir haben es ja sehr kalt da oben. Und die verweilen in der Regel nur Sekunden. Wenn es ganz lange ist, vielleicht eine halbe bis eine Minute, dann vergehen sie, kann auch jeder sehen. Und das sehen wir hier auf diesem Bild eben auch, dass wir also quasi also hier einen normalen Contrail, also einen sogenannten Kondensstreifen haben, der eben aus Wasserdampf besteht. Und das gleich daneben, das ist nicht zusammengeschnitten, das ist derselbe Moment, der fotografiert wurde, hier einen sogenannten Chemtrail, der sehr lange in der Luft verweilt. Und das ist physikalisch nun mal nicht möglich, dass also einmal der Wasserdampf nach relativ kurzer Zeit die Eiskristalle sich eben wieder auflösen und dann bleibt aber irgendwas stehen. Also was hier stehen bleibt, ist also dann mit Sicherheit mit anderen Partikeln versehen und das können verschiedenste Sachen sein. Also man nimmt da oft nach Vorschlägen auch von Edward Teller schon in den 90er Jahren, hat er ja gesagt, die Erde, the earth needs a sunscreen, also die Erde braucht einen Sonnenschirm, vorzuschlagen, also Aluminiumstäube auszubringen. Aber heute haben wir es eben auch mit anderen Stoffen zu tun. Da ist also alles Mögliche an Gemisch drin, da kommen wir nachher noch drauf. Und dann bleibt es eben lange stehen, es kann Stunden stehen bleiben. Es wird immer breiter, also das ist jetzt eben schon ein Streifen, der schon etwas längere Verweildauer hatte. Und kann den ganzen Himmel überziehen über Kilometer, Kilometer. Man kann auf Satellitenbildern das auch sehen, also wie weit das gehen kann. Ne? Und das nennen wir eben Chemtrail. Aerosolausbringungen sind das im Grunde. Ne? Und modern heißt es heute ja, also das ist ein Teil von Geoengineering. Geoengineering oder auch Climate-Engineering wird ja dazu benutzt, vorgeblich, um die sogenannte Klimakatastrophe, die ja sehr fragwürdig ist, von der Argumentation runterzudrücken, indem man einen Teil des Sonnenlichts eben abdämpft und dadurch eben gesagt hat, wenn wir also nur 1-2% Sonnenlicht rückstrahlen können, dann können wir doppelt so viel CO2 ausstoßen und einfach so weitermachen. Aber das ist natürlich eine extra Miete. Also gehe ich jetzt nicht länger drauf ein. Ja, brauchen wir auch nicht. So. Ja, ja. Nicht? Und, aber wir haben damit eine pseudomäßige offizielle Begründung. Genau, was du ansprichst. Das, was dort oben am Himmel, nur dass das vielleicht auch nochmal deutlich wird, passiert, bleibt das oben oder kommt das irgendwann mal zu uns runter? Das kommt irgendwann runter. Also im IPCC-Report von 2001 steht ja drin, also wenn eine genügend Sättigung da oben ist, die haben ja auch Studien schon 92 gemacht, wenn wir Zeit genug haben, kann ich das vielleicht noch einblenden, dass es ja verschiedene Ausbringungsarten einmal gibt. Ja. Einmal Beimischung eben zum Sprit. Ich habe da auch ein Patent vorliegen von den USA, wo sie sogar schreiben, für verbilligten, subventionierten Sprit ist das Patent so gedacht. Also mit anderen Worten, wenn ihr diese komischen Spritsorten mit bestimmten Additiven ausbringt, dann kriegt ihr da extra Geld oder den Sprit billiger oder gar umsonst. Und ich selber erkläre mir das ja auch, warum diese Billig-Airlines überhaupt für diese Preise fliegen können. Weil das tauchte ja auch genau zu diesen Zeiten auf. An sich ist das kaufmännisch gar nicht darstellbar, dass man für solche Preise fliegt. Hast du denn jetzt oder gibt es da irgendwelche Informationen, eine Ahnung, ob die Piloten wissen, was sie tun? Oder also ich denke, das kann kein Piloten auf lange Zeit verborgen bleiben, was da passiert. Ich denke, den Leuten werden eben andere Sachen erzählt. Also ihr seid jetzt Helden, ne? Ihr macht was für die Erde stirbt. Es gibt ja auch so eine Geschichte, die schon sehr alt ist, wo also ein Informant gesagt hat, die Erde stirbt und wir müssen das machen. Und die Leute sind also ganz große Helden. Wir können der Bevölkerung aber nicht sagen, was wirklich hier passiert, sonst würden die nicht mehr arbeiten und dann wäre Chaos. Ja? Das ist die vorgebliche Geschichte. Also hier nochmal kurz ein Bild dazu, wie ein normaler Kondensstreifen eben vergeht. Also man hat mindestens eine Flügellänge dahinter Platz, bevor der überhaupt entsteht, weil die Eiskristalle können sich also bei 600 Grad Innentemperatur und mindestens 200 bis 300 Grad Temperatur, die dann hinten rauskommt, aus der Düse eben nicht entwickeln. Das leuchtet jedem ein. Das heißt, die Partikel müssen erst so kalt sein,
und die Luft auch dahinter, dass überhaupt eine Kondensation und auch eine Eisbildung stattfindet. Vollkommen klare Sache. Ne? Das wird dann negiert. Und das ist jetzt aber kein normaler Flieger. Da sollte man denken, stürzt er gleich ab oder muss zum TÜV. Da sind mit Sicherheit andere Stoffe mit dabei. Ja. Und die sind auch direkt hinten dran, also das, was du gerade gesagt hast. Das sieht man eben, dass die nicht sehr weit entfernt sind. Ich habe auch andere Bilder, aber ich habe jetzt nur ein paar Mal rausgezupft. Wir haben hier auch noch ein Bild hier zum Beispiel von der NASA, frühe Versuche mit diesen Dingen. Da haben die also das ganze Gewühle hier ist quasi dann eben, also ich nehme mal an, Aluminiumoxid. Und hier sprühen sie Polymere ein, links und rechts, ja, sodass sich das vermischt. Und das Argument war, und das kann man auch nachlesen, dass die Absinkgeschwindigkeit geringer wird. Das heißt, diese Polymere, an die heften sich quasi die Mini-Partikel an, im Nanomaßstab sind die ja, und die sinken dann noch langsamer ab. Das heißt, man spart Material, ja, und dann kommt eben nicht weniger an, aber es kommt später unten an. Es kommt später, ne? Ja. Das ist der Punkt bei der Geschichte, der Vorgehensweise. Hier ist ein ganz irres Bild, das soll ja eine normale Wolke sein, wenn man es genau nimmt. Da haben wir gleich zwei Phänomene. Wir haben also einmal hier eine unwahrscheinliche Vermanschung überhaupt des gesamten Himmels. Und was wir zusätzlich haben, sind hier also so fischgrätenartige Geschichten. Und hier sogar eine Art Wirbel. Hier sind Wirbel drin. Ja? Und diese Dinge kann man sich also erklären im Zusammenspiel mit Haab, wo wir heute ja nicht näher darauf eingehen. Aber es gibt eine elektromagnetische Wetterbeeinflussung und es gibt eine chemische Wetterbeeinflussung durch Partikel. Und das beides wirkt eben oft auch zusammen. Ja. Was natürlich bei dem Bild... Also wirklich, also für den letzten Hirntoten noch feststellen kannst, ist, dass das kein Kondensstreifen mehr sein das kann. Ist richtig, denn ja. Dieses Flugzeug, die Passagiere werden ja besoffen, wenn sie in solchen Wirbeln geflogen werden. Ja, auch mehrere. Also. Ja, also hier haben wir zum Beispiel einen Streifen mit Black Carbon. Auch dazu gibt es Patente und Vorschläge, also schwarzer Kohlenstoff auszustoßen. Da gibt es zwei Ausbringungsarten. Also das scheint jetzt die krasse zu sein, also wirklich jetzt extra Kohlenstoff auszubringen mit den ganzen Geschichten, die da drin sind. Es gibt, ich will jetzt mal sagen, noch nicht ganz abgesichert, aber ich sag mal so die halbe Gerüchteebene, dass sie sogar Flugasche von Kohlekraftwerken ausbringen. Das würde nämlich erklären, das hat einer mal sehr gut untersucht, dass die ganzen Sachen, die da runterkommen, wirklich in Flugasche auch drin sind. Also die Schwermetalle und die ganzen Dinge. Ne? Es gibt auch mal eine zweite Geschichte, wie man also Black Carbon verwenden kann, indem man einfach... Fetter verbrennen lässt. Ne? Also kennt vielleicht jeder, wenn man beim Moped fetteres Gemisch einstellt, dann qualmt es mehr. Und wenn man beim Flugzeug etwas fetter mischt, hat man nicht das Idealverhältnis. Das wäre natürlich gut und spritsparend. Wir haben gesagt, also etwas fetter einstellen das Ganze, dann haben wir 1% mehr Stäube und dann haben wir auch mehr Wolkenentwicklung oder eben Absorption. Hm. Ne? Und das ist festgelegt in Patenten schon 1992 schon untersucht, steht alles drin. Lasst sie... Burn richer fuel und so. Also es ist irgendwie nicht irgendwie erfunden, es ist alles nachlesbar und dokumentierbar. Ne? Ja, das ist dann auch so ein Bild, wo so ein Rest von so einem Streifen da ist. Und das ist ja nun wirklich keine Schäfchenwolke, sondern das sind so ja, Plumes, kann man sagen, die dann irgendwie so ähnlich aussehen sollen wie Wolken. Also man kreiert wirklich heutzutage Wolken, mehr oder weniger aus dem Nichts. Das bestätigt uns auch Fabio Mini. Das ist dieser General. Der NATO-General. NATO-General, der jetzt zwar im Ruhestand ist. Dieser FBI-Mensch war auch im Ruhestand, die erzählen das natürlich immer erst im Ruhestand. Genau. Er sagt zwar, er scheidet nie ganz aus, weil wenn er gebraucht wird, wird er wieder aktiviert. Aber er war KFOR-Kommandant im Kosovo. Er hat bestätigt, dass das auch da angewandt wurde. Das ist ja eine super Aussage. Soweit ist er gegangen, dass er selber bestätigen kann, dass sie Wolken da gemacht haben und auch Wolken haben verschwinden lassen und so weiter mit solchen Techniken. Du hast auch, ich weiß nicht, ob du das hast, aber es gibt ja ein absolut eindrucksvolles Bild von dem Himmel in Serbien zu dem Zeitpunkt der kriegerischen Auseinandersetzung, was deutlich macht, Fabio sagt. Habe ich auch drauf. Ja. Ich mache jetzt mal ein bisschen schneller durch, sonst dauert das so lange mit den Fotos. Aber das ist jetzt auch eben so ein Fetzen, der da übergeblieben ist. Und daran sieht man nochmal, das ist der Kern quasi der Ausstöße. Und wenn man seitlichen Wind dann hat, dann verdriftet das so. Und das deswegen so haarartig, manchmal sieht es aus wie ein Flocati-Teppich, weil eben die Polymere das zusammenhalten. Nicht? Wenn das jetzt einzelne Eiskristalle sein würden, würden die nie dieses Bild ergeben. Ne? Also das ist auch immer ein sehr deutliches Zeichen, wenn man solche Erscheinungen hat. Nicht? Oder auch hier wieder so ein Fetzen. Das ist keinesfalls natürlichen Ursprungs. Ich rate jetzt einfach mal ein paar Bilder durch. Was hier sehr interessant ist, es ist eine zweistrahlige Maschine, die das ausgestoßen hat. Und hier geht es gleichförmig durch. Und hier haben wir jetzt plötzlich so eine ganz komische Entwicklung. Das kann dann halt sogar aussehen wie so X-Ray und sonst was, sieht man manchmal am Himmel.
das kann nicht angehen, dass die eine Turbine also hier sowas macht, also ohne Zeug dabei, ja, wie es aussieht, und die macht hier so ein komisches Zeug. Ja? Also da sind auch Additive drin, kann man ziemlich sicher von ausgehen. Mein Gott. Ein exemplarisches Beispiel ist auch, hat man auch ab und zu sogenannte Halo-Effekte um die Sonne herum, aber auch sogar um den Mond herum. Also ich habe ein Foto vom Mond, habe ich jetzt nicht dabei, aber und das kann man sich nur so erklären, also auch farbig ist das dann richtig. Eben durch die Reflexion der Sonnenstrahlen auf die Metallpartikel ergibt es dann also schillernde Farben, ohne dass es hier eine Feuchtigkeit gibt. Es war kein Regen, es ist ganz normal. Mitten im Sommer hat man das manchmal, ich hatte einmal so eine Aufnahme direkt über mir, blauer Himmel, nur eine so eine Chemtrail-Wolke und dann war da mitten ein Regenbogen drin. Nicht? Also das sind alles eben Bilder hier, die einfach nur irre sind. Und hier sieht man eben auch, also verdrifft zur Seite dieses ganze Zeug, ne, weil seitlicher Wind herrscht. Es versucht zusammen zu bleiben, ne? wie an Strippen gehalten sieht das aus. Lass uns doch noch mal einen Punkt, der mir immer wieder völlig schleierhaft ist, das Unterfangen, die den Planeten Erde von der Sonne mit einem Sonnenschirm abzudecken, also höflich formuliert, grenzt am völligen Größenwahn. Also wie man so etwas sich vorstellen kann, ist mir schleierhaft. Funktioniert, auch wenn die ganzen Bilder, es kommt ja überall die Sonne durch. Ja, ja, klar. Also das Argument ist doch das hat einen Hintergrund. Die haben ja also über Computersimulationen ausgerechnet. Ich meine, die müssen nicht immer stimmen. Haben ja gesagt, 1-2% Rückstrahlung der Sonne reicht, um das Ziel zu erreichen, was sie da haben. Aber wie gesagt, das ist die offizielle Erklärung. Ja, ich meine, es spielen eine ganz andere Menge von militärischen Dingen noch mit, die ziemlich gruselig auch sind. Ja, also hier sieht man auch die Farbbildung nochmal durch die Reflexionen von dem ganzen Zeug. Und das ist jetzt hier im Flugzeug, was also kaum einen Abstand hat zur Turbine. Ja. Habe ich selber aufgenommen im Jahr 2008. Also da sieht es eben so aus, das ist kein normaler Contrail. Und hinten kam es dann auch wieder so. Also so eine Gebilde dann, nach einer Weile bilden sich. Und die können nicht durch Wasserdampf mal eben sich so sagen, wir kreieren jetzt mal eben so ein Kunstwerk. Ja? Also das funktioniert irgendwie nicht. Das sind alles schräge Geschichten, die da laufen. Nicht? Oder sowas hier. Da hat Lord and Colonel Bearden sogar das mal vor Militärs einen Vortrag gehalten, wie diese Dinge entstehen. Das ist wieder Zusammenwirken, sieht zumindest so aus, also haben mit Chemtrails. Nicht? Also will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Hier aber auch wieder diese fetzigen, seltsamen Dinge. Das ist sehr interessant, und zwar, das ist jetzt ein Streifen und es bildet sich darum, also ein Hof quasi. Und das wäre erklärbar dadurch, wenn die also Barium hier mit drin haben, dann Barium nimmt ja Feuchtigkeit auf. Dann saugt das förmlich aus der Umgebung die Feuchtigkeit auf und das würde erklären, warum dann aus der Restwolke, die vielleicht noch mehr Feuchtigkeit hatte, das einfach abgesaugt wurde. Ja. Also es sind schon nette Sachen. Hier ganz eindeutig, wir haben also hier ein Flugzeug mit Streifen und das in direkter Nähe, ohne, geht physikalisch nicht. Also entweder haben sie beide einen oder keiner. Ne? Ja. Das ist einfach unmöglich, sowas. Ja, dann wären wir da und dann kann ich vielleicht mal, was ein Glücksfall war, noch einspielen. Das war ein kurzes Filmchen, was ich aufnehmen konnte. Ich muss mal eben sehen, ob das hier dabei ist. Das können wir noch mal kurz dazu nehmen. Und zwar, das ist ganz interessant, hier hat man diese Nippel, ja, hinterm Triebwerk. Triebwerk, ja. Und hier auch an der Aufhängung. Man sieht auch nachträglich angebracht, das ist hier so dran gepflegt alles. Das sieht zumindest so aus, als wenn da zusätzlich eben auch was ausgebracht werden kann. Ne? Ich kann natürlich jetzt nicht beweisen, was es genau ist. Da haben wir auch noch mehr Fotos von. Also für das Flugzeug selber, von der Flugtechnik hat es keinerlei Bedeutung. Nein, dafür braucht man es normalerweise nicht. Ja. Muss man mal schauen. Also da haben wir auch verschiedenste Sachen, es gibt die Zeit jetzt gar nicht her, dass man das jetzt alles hier darbietet. Du hast einen Film, Genau, achso, hier ist noch eine Aufnahme. Genau. Da haben wir gleich mehrere. Eins, zwei, da ist irgendwo noch so ein drei Röhrchen. Ja. Also könnten sogar verschiedene Materialien ausbringen. Also die Ausrede war jetzt, weil wir haben ja Flugtechnik-Leute dann mal angefragt. Ja, da würde Kondenswasser, was sich in diesem Gebilde bietet, dann abgeleitet, aber da brauche ich keine drei Stück für. Ja, also auch das ist dann eine sehr seltsame Ausrede, sag ich mal, weil sie wollen es natürlich irgendwie dann weg erklären, das Ganze, was aber dann so nicht ganz gelingt. Also das, was du als offizielle in deinen Patenten und überall als Zugeben inzwischen nachlesen kannst, ist aber in der Politik hierzulande immer noch Verschwörungstheorie.
Ja, also ich meine, Sie fahren jetzt zweigleisig. Also ist es so, dass im Moment es so läuft, Sie sind ja gerade dabei, das zu veröffentlichen. Insofern, Sie wollen ja Geoengineering legalisieren, ja. Ja, wenn man es mal so sieht. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz zurückgehen. So. Also hier haben wir zwei Maschinen, die direkt quasi nebeneinander fliegen. Das ist also einmal eine vierstrahlige Tankermaschine oder sowas. Und darunter fliegt eine AVEX-Maschine mit dem Topf da oben drauf, ne? Mit der Radarschüssel. Kann man jetzt nicht so gut sehen, aber ich mache mal eben weiter. So, also schön parallel. Und gleich reißt der Strahl ab von dem einen da. Und der fliegt jetzt ganz ohne weiter. Begibt sich auch gleich raus. Hier, da ist die AVEX jetzt. Da, ne? Da sieht man die Schüssel auch ganz schön. Geht raus, bleibt aber in der gleichen Entfernung. Also er nimmt nicht irgendwie Gas weg oder so. Das könnte er sowieso nicht schlagartig. Und gleich fängt er an, zack. So. Ja. Also das ist physikalisch vollkommen klar. Eine Unmöglichkeit. Da muss der vorher also was drin gehabt haben und abgeschaltet haben und dann hat er wieder eingeschaltet. Ne? Also mit Kondensstreifen kriegst du das auf keinen Fall erklärt. Das funktioniert überhaupt nicht. Das ist völlig, da haben die dann auch versucht, ja, der hat Gas weggenommen, ja, der müsste aber langsam werden. Ne? Er wird aber nicht langsamer. Ne? Also das geht überhaupt nicht. Und ja. Und hier auch wieder so diese komischen Gebilde, die sich da ergeben. Und hier sieht man eben ganz klar abgerissen. Zack, weg. Dann müsste normalerweise sofort schlagartig langsamer werden, der ganze Vogel. Ja, also sowas geht einfach nicht. Ja, das ist schon eine seltsame Chose. Du hattest jetzt gerade angesetzt zu sagen, die Verfahren im Augenblick zweigleisig. Was? Ja. Also sie wollen das richtig legalisieren. Ja, ja, und der Anfang war ja der überhaupt jetzt, also den Begriff gibt es schon länger mit Geoengineering. Also wie ich bei Greenpeace war, ich war 17 Jahre bei Greenpeace und habe das ja da vorgestellt, die wollten da nicht ran ans Thema, waren Amerikaner dabei, bezeichnenderweise sagt, ja, er kennt das von Amerika und so, ja, ja, das ist Geoengineering. Aber offiziell zugeben wollten sie es dann noch nicht. Und ja, unter Geoengineering gibt es ja verschiedenste Maßnahmen. Also Düngung der Meere, um jetzt CO2 zu binden über Absinken von Kleinlebewesen. Funktioniert auch nicht so richtig. Und dann gibt es eben eine weite Palette, was zu Geoengineering gehört. Und ein Teil davon ist eben genau dieses, durch Flugzeuge Sachen ausbringen. Oder durch Raketen kann man es machen. Man kann es auch über Kanonen machen. Also die Chinesen machen oft so Wetterkontrolle über Kanonen, schießen wirklich die Materialien da oben. Man hat auch die Idee gehabt, also kleinste, also wirklich auch Nanomaßstab reflektierende Scheiben in den Weltraum auszubringen. Das war die wahnsinnigste Idee. Wenn das Experiment schiefgegangen ist, wer sammelt die denn wieder ein? Wenn man dann feststellt, oh, jetzt wird es aber zu kalt. Ja, dann haben wir vielleicht die nächste Eiszeit. Da können die ganzen Politiker hochschicken, die das dann. Ja, und wir haben ja Edward Teller erlebt, der quasi auch ein Buch geschrieben hat, also Between Ice Ages, also zwischen Eiszeiten und Warmzeiten, der sich wahrscheinlich auch nicht so ganz klar war, wird es jetzt wärmer oder wird es jetzt kälter? Voll der Wahnsinn. Und das ist jetzt ja ein Dokument der Amerikaner. Weather as a Force Multiplier, also Wetter als ein Kraftverstärker. Owning the weather in 2025, also nicht, wir besitzen das Wetter in 2025 und auf diesem Weg sind sie schon sehr weit gediehen. Und nur um mal eben zu zeigen, auf Seite 40, es ist sehr interessant, was sie da alles preisgeben, die Brüder. Das ist schon ganz interessant, dass sie eigentlich gar nichts verschweigen, was sie vorhaben und es dann auch prompt machen. So, da haben sie also eine sehr interessante Tabelle. Das muss ich mal eben erläutern, was es da bedeutet. Und zwar PM ist Precipitation Modification, also Regenmanipulation. Mhm. Also dieses PM. Und in der Zeitstaffel, muss ich das mal ein bisschen runtergehen, sieht man, das fängt schon jetzt an, also früher auch schon, und wird auch noch mehr angewandt. Ne? Wir sind jetzt ja 2015, 2016 da, nicht? Also da wollen sie noch ein bisschen mehr mitmachen. Das nächste ist SM, ist Storm, also Sturmbeeinflussung. Also SM ist auch schon am Gange, soll aber sehr stark noch ansteigen. Ja. Also wollen sie noch mehr rumfuschen. Ja? SWM ist Space Weather, also Weltraumwetter zu manipulieren. Da sind sie auch schon am Gange, aber da macht sie auch nochmal so einen Sprung. Das heißt, hat schon den Sprung gemacht, also ungefähr 2013, 14 und wird dann auch auf höherem Niveau weitergetrieben. Dann Fog und Cloud, also Nebel und Wolkenbeeinflussung oder also Nebel wegmachen oder Nebel erzeugen. Das ist dieses F und F und das C. Denn? Das ist ganz oben, genau, das machen sie schon sehr lange. Das ist absteigender Art, warum auch immer.
Das können Sie wahrscheinlich auch dann besser machen mit HAB und solchen Sachen, aber das hängt auch hiermit zusammen. Das ist jetzt nicht nur eine Tabelle für Chemtrails, sondern eben diese Zusammenwirkung auch HAB, Chemtrails, die ganze Wettermodulationsgeschichte. Da haben Sie CW nochmal. Das ist auch interessant, das geht schon ziemlich stark hoch bis in die heutige Zeit. Also wir wären ja dann ungefähr da, ne, bei 2016. Das ist Wettermanipulation. Ne? Ich muss sagen, das ist ja ganz, ganz klar. Ne? Counter Weather. Ne? AW heißt dann Artificial Weather, das heißt künstliches Wetter. So, das ist hier noch relativ tief, also ein volles künstliches Wetter, da fangen wir jetzt schon mit an. Wir sind bei 16 schon ziemlich stark im künstlichen Wetter, soll noch unwahrscheinlich ansteigen. Viel Spaß. Und das heißt eben Owning the Weather in 2025, also ja. Wenn Sie dann soweit sind, ich denke, Sie sind schon ziemlich weit, dann beherrschen Sie das Wetter vollkommen. Das ist Zauberlehrling und Co. Und man sieht ja auch, wie das Wetter dann zurückschlägt, was Sie eben nicht in den Griff kriegen, weil die Erde versucht natürlich, diese unnatürlichen Zustände, die Sie schaffen, das ergibt ja Spannung, und jede Spannung will sich ausgleichen, wieder auszugleichen. Dadurch gibt es auch durchaus mal Stürme und so, die Sie eben nicht mehr steuern können. Und wenn Sie jetzt schlagartig mit der Manipulation aufhören würden, das sagen Sie übrigens in Ihren Papieren, würde es also gewaltige, komische Effekte geben. Weil die Erde wieder versuchen würde, in normales Gleichgewicht zu kommen. Und das könnte aber etwas länger dauern als 3 Tage, sondern vielleicht ein paar Wochen oder ein paar Monate. Ne? Wir reden bei dem, was du hier aufzeigst, aber ausschließlich nicht, da wird nicht mehr irgendwie so eine Klimaerwärmungsmärchen schön geredet, sondern ausschließlich um militärische induzierte Tätigkeiten. Genau. Hier geht es um Kriege und Vorteile, militärische Vorteile gegenüber dem, den man als nächstes überfallen möchte, zu bekommen. Ja. Und der Punkt ist, es geht nicht nur um Überfallen. Die meisten Leute denken vielleicht, ja, das ist dann bei einem erklärten Krieg. Ich meine, die meisten Kriege haben die Amerikaner ja gar nicht erklärt, sondern einfach gemacht. So, nein, der Punkt ist ein ganz anderer. Man geht dann diplomatisch folgendermaßen vor. Man muss ja gar nicht mit einem Kreuzschiff da vorfahren. Es reicht, mal eben eine Ernte zu vernichten. Und das haben die in der Enmont-Konvention 1977 ja schon beschrieben. Im Anhang 2 steht es ja drin, was man damals schon konnte. Kann ich nachher vielleicht nochmal einblenden. Das heißt, es reicht ja, und da gibt es ja auch Hinweise, Nordkorea hat sich zum Beispiel beschwert, also da quasi Trockenheiten ohne Ende waren, in Südkorea nicht, also engst begrenztes Gebiet. Sogar im Kosovo-Konflikt war es ja so, dass also der Himmel ganz komisch aussah, aber drumherum eben nicht. Und diese Dinge werden ständig gemacht. Russland hat sich beschwert 2010, dass also quasi Ernten vertrocknet sind, und haben direkt also in der Presse geschrieben, das waren die Amerikaner mit HAB, die haben es sogar benannt, also mit der elektromagnetischen Variante. Ahmadinejad hat mehrfach in der Presse geschrieben, hat also die Europäer angegriffen und gesagt, die machen jetzt anscheinend im Auftrag, lassen sich abregnen über Europa und bei uns kommt der Regen nicht mehr an oder weniger halt. Also diese Dinge finden ständig statt, aber das findet eben leider nicht in den öffentlichen Medien statt. Das ist eben der Haken. Kiesinger hat ja auch irgendwann mal gesagt, sie werden mit, was jetzt Stichwort Ernten, auch mit der Hungerwaffe arbeiten. Ja. Insofern ist auch da Klartext gesprochen. Ja. Nur mich wundert dann, du hast das, deinen Hinweis und deine Aktivität bei Greenpeace angesprochen, dass eine solche Institution, die sich ja dem Planeten, dem Umweltschutz und dem Frieden verpflichtet wissen sollte, bei diesem ganzen Thema sich komplett verpisst. Ja, richtig. Nochmal ganz kurz hier zu verweilen, da wird es noch deutlicher. Hier haben Sie dann nochmal eine Kürzelerklärung. Und da steht zum Beispiel also WFSE bei, das heißt Weather Force Support Element. Das heißt zu Deutsch Wetterwaffe. Ja? Also ich meine, das ist vollkommen eine klare Sprache. Gut, dieses Ding ist natürlich für Militärs gedacht und ist nicht für den Bürger, aber man kann es offen abrufen. Ja? Da. Ja, es ist ja auch für hier, ne? Genau. Weather Force Spezialist, also Wetterwaffenspezialist. Ich meine, da braucht man nichts mehr zu sagen. Ja. Ne? Es ist ja auch wurscht, für wen das gedacht ist. Der Umstand, dass mit dem Thema Klima und Wetter Erpressungen oder Kriege oder Überfälle, ohne dass sich jetzt militärische Truppen marschieren lassen muss, stattfinden, ist schlimm genug. Es ist ziemlich, ziemlich irre. Ne? Ich meine, es gibt hier ja auch noch weitere Dinge, die also eigentlich erschreckend sind. Also zum Beispiel hier von der US Navy gibt es ein Patent, wo sie quasi sogar eine Zeichnung dabei haben. Ja? Also dieses Teil. Da wird richtig beschrieben, wie man das ausbringt. Ne? Also das Ding heißt Powder Contrail Generation. Ne? Also Contrail ist ja ein Kondensstreifen, aber Pulverzufügung, so, da ist das Pulver, da ist so eine Mühle, die das da weiter transportiert, hier wird das zugefügt, da geht der Wind rein, sag ich mal,
Ne? Und da hinten raus, also da wird das zugemischt. Und hier werden dann noch so andere Additive mit beigefügt. Also es ist alles da und das Ding ist von 1975. Ne? Und zwar von der US Navy. Also sind die schon richtig lange dran? Sind sehr, sehr lange dran. Das ist überhaupt nichts Neues. Es gibt ja auch so eine witzige Karikatur, die ist sogar in der Welt erschienen, von in den 70er Jahren, ich glaube 74 oder wann das war, habe ich jetzt leider nicht mit, wo quasi Brezhnev an so einer Tafel steht und drückt auf verschiedene Knöpfe. Da steht dran, Wetterkontrolle, Erdbebenerzeugung, Schnee. Dann stehen Militärs daneben mit so einer Aktentasche und da sind gerade so Fotos, gucken da raus, also Schnee in der Wüste und all sowas. Es gibt ein Video, habe ich auch bei mir auf dem Kanal, YouTube-Kanal, Werner Altnickel heißt der, Wetter, Moment mal, Macht über das Wetter. Da sagen die ganz offen, also einer von den Militärs, ja, im Kalten Krieg, die Russen wollten ja einen Kalten Krieg, ja, dann haben wir ihnen mal eben was Kaltes geschickt, also Schnee. Und Ausläufer davon waren dann teilweise aber auch hier in Bayern, gab es da mal so eine Zeit, dann kamen damals so Eisklumpen runter. Das muss jetzt nicht unbedingt natürlicher Art sein. Sowas kann auch natürlich entstehen, aber man kann das immer auch künstlich machen. Werner, lass mich mal ganz kurz die eine Klammer aufmachen. Ja, okay. Sind denn dann Ereignisse wie beispielsweise Fukushima nicht auch unter anderen Aspekten zu betrachten? Also mindestens zu der einen Sache kann man was sagen, also wie dieses eine Atomkraftwerk 2006 war das, glaube ich, durchgerüttelt wurde durch ein Erdbeben, hat es ja eine Aussage gegeben, Benjamin Fulford, also Journalist, der in Japan wohnt, hat ja den Heizo Takanaka angesprochen damals und der hat ja quasi wörtlich gesagt, also die Ansprache war eigentlich eine ganz andere, er hat den Takanaka gefragt, weil der Wirtschafts- und Finanzminister, glaube ich, zu der Zeit war, warum hat Japan dann sein Finanzsystem den Oligarchen oder überhaupt den anderen ausgeliefert? Und da hat er ganz stumpf geantwortet in einem Satz, weil wir von der Wetterwaffe bedroht wurden. Ne? Und es gibt ja auch eine Aussage, also auch bei Fukushima ist es ja auch sehr seltsam gewesen alles. Da hat ja eine Frau, die früher in Oak Ridge Laboratories, also zur Atombombenforschung gearbeitet hat, die hat ganz klar gesagt, dass das Ding hochgejagt worden ist. Und zwar der Hintergrund war auch folgender, dass die Japaner wieder souveräner werden wollten. Sie waren an der Mache, sich selbst die Atombombe zu schaffen, was in kürzester Zeit für jeden hochindustriellen Staat möglich ist. Die Japaner haben ja auch eine Anreicherungsanlage insofern, oder beziehungsweise eine Plutoniumerzeugungsanlage, weil sie einen schnellen Brüter haben. Sie haben auch eine Menge Material schon, wir übrigens auch. Wir haben ja im Bunker da auch eine Menge Zeug von. Und sie sollen auch kooperiert haben mit dem Iran. Und dann sollen Leute von Israel das nicht gut gefunden haben und so weiter. Und sie geht es aber so weit zu sagen, dass das Stuxnet-Virus, was ja also eingesetzt worden ist im Iran, durch Mossad und CIA zusammen irgendwie, und die Zentrifugen, die Anreichungszentrifugen so schnell hat drehen lassen, also außen gesteuert quasi ins Chaos getrieben, dass da eine Menge kaputt gegangen ist. Und Lorraine Maury ist das, die das gesagt hat, gesagt, die haben das Stuxnet-Virus eingesetzt in Japan. Bitteschön. Ja. Gut, das kann ich jetzt nicht beweisen, das sind Aussagen von anderen, aber immerhin namhaften Leuten. Die gut, auch also der japanische Finanzminister, die Aussage, ist schon bemerkenswert, zumal er sie ja später nie zurückgenommen und auch deswegen nicht von den anderen Kabinettskollegen kritisiert oder in den Bereich der weiß nicht, wovon er redet, geschoben wurde. Genau. Also hier ist noch ein weiteres Dokument von Denis Kucinich, also Präsidentschaftsvoranwärter, und zwar mehrfach aus dem Jahr 2001. Der ist ja sogar direkt benannt. Also es sind eine ganze Menge Sachen aufgeführt, aber er benennt unter anderem eben auch Chemtrails direkt. Ich muss mal sehen, ob ich das jetzt hier finde. Also unter diesen ganzen vielen Punkten schreibt er direkt Chemtrails sogar rein. Ne? Da hier, da haben wir es, Chemtrails. Ja. Ne? Und ich meine, er hat ja auch einen Namen zu verlieren. Es ist nicht durchgegangen, ist immerhin im Senat behandelt worden, ist abgelehnt worden. Er hat es ein Jahr später nochmal versucht. Wahrscheinlich hat man ein bisschen Druck ausgeübt auf ihn. Hat das etwas abgeschwächt, nochmal eingebracht, auch nichts geworden. Ein Polymerchemiker, Michael Castle, oder Dr. Castle, hat das dann auch nochmal versucht, 2003 und 2005, hat schon gar keine Senatoren mehr gefunden, die sich einsetzen wollten. Also sie waren da schon alle eingenordet, also lässt die Finger davon. Und ja, das ist eben leider das traurige Spiel. Ne? Wenn wir jetzt nochmal, ich habe das ganz am Anfang gefragt, die bleiben ja nicht da oben. Wenn wir das Thema Feinstaubmessungen, was wir dann hier unten auf uns herniederregt, weil die böse Sonne uns so furchtbar bestrahlt, das ist ja unabhängig von der
von dem militärischen Missbrauch dieser ganzen Geschichte, ja, genau. Das nächste Kapitel. Richtig, also der Riesenhype ist ja Feinstaub, Feinstaub, Feinstaub. Die ja. Autos dürfen nicht mehr in die Städte rein, wenn sie keine grüne Karte haben und so weiter. Rausgestellt hat sich in Bremen, dass sich gar nichts geändert hat. Es hat sich nicht verbessert, da fragt man sich wieso. In Berlin soll es, glaube ich, sogar schlimmer geworden sein, obwohl jetzt auch nicht viel mehr Autos da rumfahren. Also ja. Wir haben Folgendes gemacht. Das Umweltbundesamt misst ja nur bestimmte Sachen. Die haben bisher nur PM10 gemessen, also Partikelgröße 10 Mikrometer. Die Amerikaner haben irgendwann gesagt, dann messt doch mal 2,5, machen sie jetzt auch so ab und zu schon. Wir sind beigegangen und haben also, das war auch richtig teuer, diese Geräte kosten Tausender ungefähr ein Stück und haben 50 Geräte am Laufen in der BRD und 4 im Ausland. Die messen runter bis 0,3. Also 10 ist das, was sie bisher auch gemessen haben und bis jetzt messen sie da ab und zu auch 2,5. Wir messen 1, 0, 5 und 0, 3 und haben Partikelmengen gemessen im Jahr 2014 von 315.711 pro Liter. Ja? So. Es wird auch, ne? Also ich meine, was du jetzt so nebenbei gesagt ja. hast, es wird jetzt auch deutlich, warum er bei 10 die Grenze gemacht hat, weil es da anfängt spannend das zu werden. Das sieht ganz albern aus bei 10. Ja. Bei 10 sieht es völlig ja, albern, genau. Ja. Und was noch dazu kommt ist, dass das der Körper regeln kann. Die Flimmerhärchen kriegen den direkt noch raus. Ja. Ab diesen Größen wird es kriminell. Und da unten wird es immer krimineller, weil das verbleibt dann da. Und wird zum Entzündungsherd. Und wenn das bestimmte Stoffe sind, die dann auch noch chemisch irgendwo agieren, oder sagen wir mal katalytisch agieren, viel Spaß, dann habe ich einen Katalysator in der Lunge. Und das geht nicht gut. Und deswegen gehen ja auch die Lungenkrankheiten rapide nach oben. Die husten, sie alles. Also Ärzte haben mir das bestätigt, sogar vor Kamera. Dr. Klinghardt hat es im Vortrag sogar gesagt, es hat unter Analysen gemacht, es geht inzwischen so weit, dass also in Amerika die Labore angewiesen werden, diese Dinge gar nicht mehr auszuspucken, also die Ergebnisse. Was jetzt ganz erstaunlich ist, und deswegen sind wir jetzt noch einen Schritt weiter gegangen, wir hatten dann plötzlich auch solche Werte. Also der Unterschied ist ja gewaltig. Also 315.000 zu 4.600, denkt man, fährt jetzt kein Auto mehr. Ja? Weil es wird ja immer argumentiert, das sind die Autos und die Diesel, oh wie schlimm. Ja? Dann hatten wir hier, das ist jetzt 2015, man hat dann auch mal wieder einen Wert mit 101.000, aber nicht mehr so viel wie damals. Aber dann geht es runter bis 1296 und so, das heißt, 1296. Und wir haben jetzt in der letzten Zeit fast nur noch so niedrige Werte, ganz selten schnellst mal hoch. Ich sage, was ist denn jetzt los? Ich meine, die 50 Geräte sind ja nicht alle kaputt. Ja? Meine Erklärung war folgende, und da lag ich auch richtig, weil wir inzwischen auch noch einen Indiz zu haben. Diese Mini-Partikel, die sich in Größenordnung von 40 Nano befinden, das wissen wir nämlich von einem vom Tropos-Institut. Da hat also vor 2 Jahren, Leyline hat ein Interview zustande gekriegt und ist mitgeschnitten auch noch. Und der Doktor ist uns auch bekannt, der das gesagt hat, ein Ausländer, der inzwischen aber nicht mehr da arbeitet. So. Und der hat gesagt, also auf Chemtris angesprochen wohlgemerkt, und dann sagte er, ja, wir messen also einen Höhepunkt bei 40 Nanometern, das würde also 0,04 bedeuten, dann in Mikrometer umgerechnet, einen anderen Schwerpunkt bei 100 bis 200. Diese Größen findet man auch in den Studien von denen, wenn sie Sachen ausbringen wollen. Also wir haben jetzt die Aussage von so einem Menschen vom Tropos-Institut, wir haben Messungen selber. Und meine Theorie war erstmal gesagt, die Dinger klumpen sich ja zusammen bei bestimmten Wetterlagen und dann messen wir wieder hohe Werte. Wenn sich viele von diesen Mini-Mini-Artikeln zusammenballen, haben wir eine Messung. Weil er schafft ja nur, umgerechnet auf Nanometer, fängt er bei 300 erst an. Und die gehen runter jetzt, 40, 20. Ich habe mir jetzt ein Gerät angeschafft, das kostet 5.500 Euro. Das kann 20 messen. 20 Nanometer. Das erscheint jetzt wenig. Aber das ist pro Kubikzentimeter. Man muss da eine 1000 dranhängen. Okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir können da noch nichts Endgültiges zu sagen, weil ich habe das Ding noch nicht lange. Aber das ist schon spannend. Jetzt können wir wirklich bis ganz runter messen. Also das, was sie auch wirklich verwenden. Wenn die jetzt wirklich ausgeglichen sind und haben jetzt noch kleinere Partikelchen immer, und wir können die nicht mehr messen, jetzt kommen wir aus. Ja. Ja. Gut, also das und da bist du ja, wenn du da eine 1000 dranhängst, bei über 2 Millionen. Genau. Ja. Ne? Oder da sind wir bei 6,6 Millionen. Ja. Ne? Das ist jetzt ein Vergleich mal, das alte Gerät, sag ich mal, ne, was bei 0,3, also 25.000 hier hat, und er hat hier aber immerhin schon 6,6 Millionen bei den ganz kleinen Dingern. Ne? Das ist schon eine witzige Sache. Ne? Naja, gut, also das ist dazu. Und da sind wir in einer Größenordnung, das ist, glaube ich, für den Menschen ganz wichtig, wie du eben sagst, das kriege ich nicht mehr rausgefiltert, ja. Sondern das geht direkt in den Organismus rein. Mit ja. all den
ja, das war Bonk-Spiel, dass den Leuten das ja völlig wurscht ist, was damit passiert. Also jetzt komme ich nochmal eben kurz zu den Gesundheitsauswirkungsgeschichten. Da gibt es ja nun Sachen, und zwar dankenswerterweise hat er das veröffentlicht, der gute Mann. Und zwar so ein Studienergebnis: Schwermetallbelastung, gefundene Konzentration von Schwermetallen im Plasma Eduard von 45 Borreliose-Patienten. Ja. Also Aluminium 7-mal höher als der Grenzwert. Also Grenzwert heißt ja immer, darüber soll es nicht ansteigen, da darf es eigentlich nicht mehr arbeiten unter den Bedingungen. Immerhin 7-mal so viel, bei Barium 10-mal so viel. 10-mal so viel, ja. Ja. Und also da muss die Politik immer schnell den Grenzwert nach oben schieben. Das wird in der Regel dann so gemacht. Ja. So, jetzt ganz spannende Sache. William Thomas, der Erste war, der überhaupt diese Dinge bekannt gemacht hat, hat im Irakkrieg, im ersten Irakkrieg schon diese komischen Sachen festgestellt. Kam nach Hause und sagt, wieso ist das jetzt plötzlich bei uns auch? Hat dann Messungen gemacht und diese ganzen Stoffe hier messen können. Damals schon. Aluminium, Antimon. Antimon war mir bisher relativ neu. Ich habe glücklicherweise das neulich gefunden, weil ich habe eine Haaranalyse von mir gemacht. Und zwar vor 5 Jahren, am 23.02.11 und dann nochmals eine am 19.02.16, also 5 Jahre Abstand. Ich hatte vorher alles im grünen Bereich, kann ich jetzt nicht einblenden so, und zwar Antimon war also voll im grünen Bereich und jetzt bin ich 19-mal mehr, habe ich Antimon wie damals, das ist das Dreifache von dem, was eigentlich sein sollte. Ich bin bei Barium beim 4,6-fachen von damals. Und ich bin bei Cadmium beim 7,6-fachen. Also das sind so die schlimmsten Sachen, die dann hier in den roten Bereich auch reingehen. Weiß nicht, kann man in der Kamera wahrscheinlich jetzt schlecht sehen. Aber es geht voll in. Und das ist ein Abstand von 5 Jahren? 5 Jahre, ja. Ne? Also ich habe das angereichert als Absorber. Jetzt haben wir ein bisschen weniger in der Luft, ein bisschen mehr in mir. Und das Gehirn hat in all den anderen Nachbarn. Neben den ganzen anderen Zeug. Ja. Ich kann natürlich jetzt nicht beweisen, wo das herkommt, aber ich habe weder was mit Antimon zu tun, das ist nämlich ein Flammschutzmittel. Ja? Das verwendet man auch in Flugzeugtreibstoffen, also unter anderem, um da die Gefahren etwas runterzudrücken durch die Treibstoffe. Mit Barium habe ich auch nichts zu tun. Ich bin also 66 Jahre und bin Pensionär inzwischen. Habe mit diesem ganzen Zeug nichts zu tun. Wir wohnen in Norddeutschland, in meinem relativen Rheinluftgebiet. Also wo kommt's her? Also die Frage wäre jetzt an die Politik, feststellen, wo kommt's her? Ja? Müssen wir mal schauen. Also wir versuchen natürlich Druck auszuüben ein bisschen, dass wir da was erreichen. Ne? Ja, das. Wenn du sagst, Druck ausüben auf die Politik, Berlin oder Brüssel, ist vermutlich, nachdem dann sogar die Umweltorganisationen die Mauern. Mauern und ganz eingeknickt klar. sind, oder von Anfang an Mauern, wirst du nicht mit der Politik auch nichts erleben. Ja. Es ist so, wir kommen ganz kleine Schrittchen voran. Wir haben es verkoppelt. Wir waren ja 2013 bei der EU. Und haben Leute gefunden, die uns überhaupt erstmal eingeladen haben. Haben dann ein Filmchen vorgespielt, Why in the World Are You Spring? Und dann eben vorstellig geworden und haben dann eben erreicht, und da ist ja hier der grüne Parlamentarier, ich meine, ich könnte es auch vorspielen, aber ich kann es uns auch mal vorlesen, was der gesagt hat. Der hat ja immerhin gesagt, unvorsichtigerweise, sein Pressereferent musste dann fürchterlich zurückrudern, um das wieder irgendwie gebacken zu kriegen, hat er sich ja geäußert, wie wir dann da waren. Und der hat dann, ich finde es jetzt nicht so schnell, ich kann es fast aus dem Kopf, glaube ich, zitieren. Er hat Folgendes gesagt: Wir reden hier nicht nur über Versuche, es wird ja bereits angewendet, der Himmel wird in gewisser Weise bereits verarbeitet und das Militär ist auch interessiert an diesen Dingen. So, das ist ja sehr deutlich. Ne? Der Pressereferent meinte dann, weil Leute ihn angeschrieben haben, ja, das ist ja ein Ding, ne, und so weiter, er ist missverstanden worden. Ich meine, an diesen Worten gibt es gar nichts misszuverstehen. Ne? Er hat jetzt dann selber revoziert? Also hat das er hat es selber so Und anschließend zurückgezogen? Nein, er hat es nicht zurückgezogen. Der Pressereferent hat versucht, da irgendwie was hinzuerklären und geschwurbel. Ich bin ja selbst bei den Grünen seit 29 Jahren. Der komische Verein ist ja nun ganz anders geworden, als er mal war. Und ich selber bin ja rausgeflogen bei Greenpeace, weil ich das Thema angefasst habe und es veröffentlicht habe. Und man hat mir das schriftlich sogar gegeben, wegen meiner privaten Aufklärungsarbeiten. Können Sie mit mir nicht mehr zusammenarbeiten, ja. So, also besser geht es ja gar nicht. Gibt es denn da eine Abhängigkeit? Wird Greenpeace von irgendwelchen Läden bezahlt, die an dieser ganzen Geschichte Fettkohle verdienen? Spannende Sache. Und zwar, ich meine, in Deutschland haben wir natürlich die Souveränitätsfrage noch zusätzlich, dass wir nicht ganz agieren können. Das hat ja Kommissar, MAD-Chef damals gesagt, nicht, dass wir hier unter Karatell noch immer stehen. Und es ist so, Greenpeace macht nach wie vor vernünftige Arbeit, aber bestimmte Themen sind tabu.
Und es ist seit 2003 absolut tabu, über die Kriegspolitik und die Wirkung, die USA da entfachen zu machen, auch was Israel macht, null. Ja, vorher war da was, wir haben auch Demos gemacht und sonstiges. Thema Chemtrails ist tabu, Thema Hab ist tabu, Thema Uranmunition ist absolut tabu. Ich habe ja 2011 eine Demonstration vor Greenpeace gemacht, wo drauf stand, warum macht Greenpeace nichts gegen Uranmunition, Hab und Chemtrails. Ja, ja. Wenn man Hab eingibt bei Chemtrails, kommt Habprobe viermal, weil das zufällig mit Hab anfängt. Habprobe. Ne? So, nix, absolut, Deckel drauf, geht nicht. Und ich kenne die Jungs ja da, ich meine, ich spreche mit denen auch noch. Und die dürfen halt nicht. Die wollen manchmal. Aber das deutet doch auf eine Abhängigkeit hin. Wenn ich also den US-Imperialismus nicht ansprechen darf, Hab nicht ansprechen darf, Chemtrails nicht ansprechen darf, die Politik Israels nicht ansprechen darf, muss da irgendwelche Geldgeber geben, die genau aus diesen Kreisen kommen. Es muss nicht unbedingt nur über Geld. Also Geld hat Greenpeace eigentlich allerhand. Wir haben 600.000 Förderer. Nee, es geht direkt über Druck, denke ich. Da finden Gespräche statt und dann, ne? Also hier haben wir nochmal ein Ding, wo direkt auch, also das ist ein Report von ausgebrachten Sachen, also Holographic Display, also sowas können die auch, die können uns also hier Jesus an den Himmel malen, ne? Zum Beispiel. Using Strontium Barium Nicobare, ne? Da haben wir es ja schon wieder, die Stoffe. Ne? Also es sind direkt Beweise im Grunde und unsere Presse schwurbelt immer herum, fängt natürlich mit Verschwörungstheorie und den ganzen Schwachsinn an. Und es gibt dermaßen viele Sachen. Also hier ist nochmal ein Doktor, der empört ist, Facharzt für Neurochirurgie. Ich bin sehr besorgt, dass es Beweise für das Versprühen von Tonnen Nanoskalarier Aluminiumverbindungen gibt. Es wurde in der wissenschaftlichen und medizinischen Literatur belegt, dass nanoskalige Partikel unendlich reaktiv sind und nachweislich für eine Reihe starker Entzündungen in verschiedenen Geweben sorgen. Habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Und. Kann man ja alles nachlesen, will ich jetzt nicht alles vorlesen. Also auf jeden Fall ist es total irre. Und er sagt, es wird hier eine Gefahr heraufbeschworen für die nächsten Generationen. Also jetzt kleine Kinder werden ja schon damit beaufschlagt. Die sind ja von vornherein schon krank. Das ist ja nur irre. Und wenn du das Zeug nicht loswirst. Und man sieht ja auch, also diese ganzen Respiratory-Krankheiten, die steigen an ohne Ende. Ja, ja. Wie sollst du es denn loswerden? Ich meine, ist ja klar. Kann denn, das ist ja, ich weiß nicht, was du von dieser Interpretation hältst, die Kara St. Lewis vorträgt, dass mit dem Ausbringen neben diesen ganzen militärischen und auch noch so eine, ja, wie soll ich sagen, Gesamtverblödung der Menschheit erreicht werden soll. Also sie sieht da auch sowas wie einen mentalen Angriff. Ja, ich meine, das ist eigentlich auch bekannt. Es hat ja das Education-Programm 2000 in den USA gegeben, um eben den ganzen Schulunterricht runter zu degradieren. Und wir haben es hier ja auch erlebt, das haben sie zwar nicht benannt, aber wir hatten die Sprachreform, wir hatten die Schulreformen. Jede Reform macht es ein bisschen schlechter. Man will die Leute ein bisschen blöder machen, vollkommen klar. Weil einer, der zu intelligent ist und zu viel nachdenkt, der kommt ja hinter diese Dinge. Ja. Wir haben nochmal, um aufs Uber zurückzukommen, hier haben wir mal ein paar Aufnahmen von einer Messstelle, aber ich nehme jetzt das Schild nicht dazu, weil wir wollen nicht unbedingt wissen, oder wir wollen die anderen nicht wissen lassen, wo das ist. Und zwar haben Leute von uns mal so eine Messstelle besucht und von Mitarbeitern Folgendes gesagt bekommen. So messen die das, ne? Die fangen das, ja, ziehen das durch einen HEPA-Filter und so weiter und dann wird das gewogen. Also die machen nur Mikrogramm und so weiter, nicht? Die zählen keine Partikelchen einzeln, aber sie haben auch die Vorrichtung da. Die haben uns gesagt, weil wir haben ganz unschuldig gefragt, ja, messt ihr den Strontium, Barium und so weiter? Ne? Ja, messen wir auch und zwar extrem hohe Werte. Und das Uber sagt aber offiziell, das messen wir gar nicht, schriftlich uns mitgeteilt. Und die Begründung ist, warum messen sie es nicht? Weil die EU diese Werte nicht vorgibt. Also wird einfach nicht gemessen, angeblich. Aber es wird gemessen. So, also man wird auch noch belogen. Die Ergebnisse sind auch noch signifikant hoch. Haben die gesagt. Ja. Die haben die uns zwar jetzt nicht direkt gezeigt, aber die Aussage ist da. Aber wir wollen jetzt die Leute nicht augen, ne? Weil die kriegen ja gleich Ärger. Nicht? Aber dieses von dem Tropos habe ich bei mir auf der Seite, das volle Interview. Und wir haben auch im Background haben wir das Band. Ja? Also wenn einer sagt, hier stimmt nicht oder so, das ist beweisbar alles. Ja, es ist eine Menge Sachen zu sagen. Was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, und das ist auch ein Skandal. Ja, oder Frage. Nee, mach. Ist alles gut, Werner. Folgendes. Wir haben früher hier in Deutschland, speziell Norddeutschland, 6 bis 6,5 maximale UVB-Strahlung gehabt. Wir hatten jetzt, das ist jetzt vor letzte Woche gewesen, 9,4. Wir hatten letztes Jahr maximal 9,4, 9,2 so um den Dreh. Das ist schon ein Drittel drüber. Wir hatten in Bayern 15,9. Die Leute werden nicht gewarnt. Es ist ein Skandal. Wenn man sich die UVB-Skala anguckt, dann geht die nur bis 11. 11 ist schon extremst.
Das hier ist extrem und das haben wir jetzt schon in diesem Monat. Ja? So, wenn man jetzt ein Baby oder ein Kleinkind in die Sonne stellt, dann hat das Schäden, das ist vollkommen klar. Die Leute wundern sich auch schon, dass sie viel schneller verbrennen. Wir waren neulich mal auf dem Balkon bei jemandem, das war im März, da war ich rot wie sonst was. Das müsste auch jeder merken. Aber die Leute, sie werden nicht gewarnt. Also und übrigens ganz nebenbei jetzt keine... Auch ja? Da siehst du einen Zusammenhang zwischen einer solchen Intensivierung und... Genau, und hier haben wir auch gleich die Schäden. Und zwar hier, das sind jetzt keine Kunststoffkugeln, sondern das sind Johannisbeer-Dinger oder, Johannisbeeren, oder sowas. Ja. Die sind schwarz auf einer Seite. Und zwar da, wo die Sonne aufgestrahlt ist. Toll, ne? Verbrannt. Ja, wir haben Blätter, jede Menge Blätter, die verbrannt sind. Ja. Es ist nur irre. Wir messen jetzt auch nicht nur UVB, sondern auch noch UVA und B. Das war auch ein etwas teureres Teil. Steigt auch stark an. Es gibt auch noch UVC und alles mögliche. Es geht alles radikal nach oben. Nur bei Spiegel Online war einmal eine kleine Meldung, dass jetzt doch sehr hohe Werte wären, aber sonst in der breiten Presse nichts. Und das wäre ja wichtig. Um die 9. Also sie haben das schon mal zugegeben. Sie haben auf Bergen 40 gemessen. Da kannst du ja nur noch mit einem Strahlenschutzanzug hingehen. Und wir hatten diesen Hype damals, weiß man ja, Australien, da mussten die Kinder alle hier mit Nackenschutz und was weiß ich alles. Ja, das waren aber keine schlimmeren Werte als 15,9. Und heute werden wir nicht gewarnt. Da fragt man sich, was ist denn da los? Wozu haben wir denn? Die Messstellen sind da, die wissen das, sie tun es nicht. Es ist ein Verbrechen. Locker. Ja. Aber auch da muss doch, ich meine, die Fakten sind klar, aber auch da muss ja eine Absicht dahinter stecken, erstmal entweder wirklich zur Verblödung oder eben zur Ablenkung. Ja. Je mehr Leute krank sind, desto mehr müssen sie sich darum kümmern und können sich nicht um den Müll kümmern, der seitens der Politik angerichtet wird. Also es muss ja irgendein Plan dahinter sein. Um es mal ganz frech zu sagen, ja. Ich meine, wenn man weiß, dass Rockefeller das jetzige Gesundheitssystem im Prinzip entwickelt hat, weil sie ja so viel Geld über hatten durch ihren Erdölverkauf und so weiter, das Geld muss ja immer arbeiten. Und inzwischen mehr gearbeitet. Umsatz und Gewinn gemacht wird durch die Pharmazie und, und den ganzen, der ganze Laden, der hinten dran hängt, als der industriell-militärische Komplex, dann ist es doch gewinnbringend. Und ich meine... Ja, je mehr kränker sind, desto besser geht es unserer Wirtschaft. Ja. Und ich meine, einen kleinen Abschwenker jetzt, vielleicht mal ein ganz anderes Thema. Ich meine, im Jahr 2001 hat die UN in dem Papier geschrieben über Bevölkerungsaustausch, dass in Deutschland noch 11,4 Millionen weitere Leute hier anzusiedeln wären, auch gegen den Druck der Bevölkerung. Und die Begründung war Wirtschaftswachstum und Ökonomie. Es geht nur ums Geld, es geht nicht um die Menschen. Und wenn die da keine Skrupel haben, wieso sollen sie da welche haben? Es ist leider so, der naive, gut denkende Mensch hat ein Empfinden und ein Handeln, was so weit weg ist von diesen, man muss schon sagen, satanistischen, schrägen Vögeln, die das verantworten und auch genau wissen, was sie tun. Die können also nicht sagen, nee, das haben wir, ach, das wussten wir aber nicht. Ja? Das wissen sie voll. Ja. Letzte Frage, du hast angesprochen, Spiegel Online, unsere Medien, auch in dieser Thematik gleichgeschaltet wie eh und je oder gibt es da irgendwo einen Hoffnungsschimmer? Ja, hoffen tun wir immer noch, also das muss ich ja sagen. Aber das wird schon sparsamer mit dem Hoffen, wenn man immer wieder sieht, wie wir das jetzt auch bei der Demo eben erlebt haben, dass also Spiegel TV, nein, WDR war das, den Oberbegriff hatte Verschwörungstheorie, da wollten sie jetzt eine Sendung machen, haben mich vorher auch angesprochen, habe ich gleich gesagt, aber nur unter den und den Bedingungen sage ich da überhaupt was dazu, betten das dann in ein schwurbeliges Feld von sehr seltsamen Sachen, kann sein, dass die stimmen, aber auch, was dem Bürger sowieso als ganz seltsam erscheint. Und dann wird dann angekündigt, wie sie es also bei mir bei Spiegel TV schon mal gemacht haben, glauben Sie denn wirklich, dass sowas möglich ist? So ist die Einleitung gleich. Also ich habe die Hoffnung da so ziemlich verloren, muss ich sagen, an diese komische Journalie, die da hier am rumhopsen ist. Ich hoffe immer noch, ja. Aber okay, ich sehe das ähnlich, dass wir da, was die Presse betrifft, im Zweifelsfalle aus denselben Gründen der Abhängigkeit auch nur erleben, dass da das Interesse des großen Geldes vertreten wird, wie es bei der Politik ist und wie es in der Wissenschaft, das ist ja das Allerpeinlichste. Ja. Die Journalisten wissen es vielleicht im Augenblick nicht wirklich besser, aber die
die Wissenschaft, die müsste es besser wissen, die Medizin müsste es und weiß es auch und hält trotzdem die Klappe. Das ist also um es ganz klar zu sagen, ich habe im Jahr 2003 oder 4 war es, 3 bin ich angefangen mit dieser Aufklärungsarbeit, habe das übrigens über ein anthroposophisches Blättchen, habe ich den ersten Anstoß bekommen, weil Gabriel Stetter da quasi der Erste war, der das in Europa überhaupt zur Sprache gebracht hat. Kurzer Hinweis noch darauf, also wir haben bei uns im Shop auf chemtrail.de eine Menge Sachen, wo Leute weiter lernen können darüber, also unter anderem eine Broschüre, die totale Wetterkontrolle heißt das Ding. Das sind 16 Seiten mit wirklich guten Argumenten, nur ein Bruchteil davon konnte ich heute hier bringen. Und tollen Fotos. Wo die, mit Fotos, mit Dokumenten, mit allem Möglichen, wo die Leute wirklich, wenn sie mal ihre Nachbarn überzeugen wollen, auch fundamentales Zeug an den Finger haben, weil wenn man nur sagt, da sind ein paar Wolken und Streifen, dann sagen die, naja, du hast keine Ahnung, du hast keine Ausbildung dazu und fertig. Und wir haben Flyer, alles Mögliche. Wir haben auch dieses Buch zum Sonderpreis, fast für die Hälfte, von Rosalie Bethel, die Wetterkontrolle halt, die ja leider auch verstorben ist. Und die wirklich einen Rundumschlag macht, wie das alles entstanden ist, geschichtlich auch, wie die da hingekommen sind, wo sie heute quasi sind. Und das ist schon eine tolle Sache. Ja, das haben und wir. Und wo sie auch darauf hinweist, dass diese sogenannte Kontrolle und diese ganzen Manipulationsdinge auch eingesetzt werden, um wirkliche sogenannte natürliche und Naturkatastrophen zu provozieren, ob das Erdbeben sind oder Tsunami oder sonst irgendwas. Und wenn man das weiß, wird natürlich auch der Ausmaß der Kriminalität, der dahinter steht, deutlich. Es ist ungeheuer. Toll bei diesem Papier auch, wir haben hier, das ist der FBI-Chef Gunderson, ich zitiert habe, Fabio Mini wird zitiert, der Grüne wird zitiert, also du hast hier auch eine Menge an Zitaten zusammengetragen, die in dem Punkt Klartext reden. Das ist zum Beispiel Umweltbundesamt, hier sieht man ein Flugzeug, schmeißt das Zeug raus. Ne? Also sie sagen es ja, sie sagen bloß immer, ja, das ist angedacht, ne? Also es wird nie als Beweis gebracht. Ne? Ja. Also da habe ich noch eine Menge andere Dissidentengeschichten. Dann eben, wo überall hier dieses SRM, also Strahlungsmanagement, stattfindet. Da ist auch hier die BRD eben mit aufgeführt. Eine andere Tabelle, was sie an verschiedensten Sachen machen. Hier auch wieder Flugzeug, was reflektiert. Das sind alles offizielle Sachen, quasi, sag ich mal, von der Gegenseite. Mhm. Und US Air Force, ne? Die hat es auch benannt. Also die hat eine Schulungsbroschüre mal gebracht. Chemtrails. Eine Schulungsbroschüre. Ja, gut. Ja. Zum Ausklang vielleicht, was mich ein bisschen geärgert hat in letzter Zeit in der Szene. Ich bemühe mich ja, relativ seriöse Aufklärung zu machen und mich auch selbst zu korrigieren, wenn ich mal auf irgendjemand reingefallen bin. Ein paar Leute sind unterwegs in der Szene, leider, die fürchterlich übertreiben und Leute in Angst bringen, die dann unbegründet ist auch noch. Also ich muss leider mal, ich weiß nicht, wenn manchen Leuten nicht gefallen, also Herr Kautz-Weller turnt durch die Gegend und sagt, wir haben so viel Nanothermit in uns, dass sie nur auf den Knopf drücken brauchen und wir explodieren. Also diese Art von Angstmacher finde ich fahrlässig. Mhm. Die Leute haben eh schon genug Angst. Stimmt außerdem nicht. Also selbst wenn ich Nanothermit in mir habe, das explodiert in der Lunge nicht, die ist feucht. Ja. Und also will auch gar nicht da jetzt ausufern, aber das sind so Dinge, die Leute sollten genau hingucken, was erzählt wird. Sie sollten auch prüfen, was im Internet ist. Nicht alles, also ich sag mal so, die normale Presse ist schon ziemlich verschrien, Lügenpresse und so, ist auch korrekt. Aber im Internet ist auch eine Menge Mist teilweise. Also sehr gut prüfen, was ist da, hinterfragen, nochmal andere Leute fragen, die sich länger damit schon beschäftigen. Weil ich kriege Anrufe, die Leute sind so verunsichert, die machen gar nichts mehr. Die wollen auswandern und sonst was. Ich sag mal, wo willst du denn hingehen? Also das ist noch schlimmer, gut, weil dann werden die psychosomatisch noch krank. Ja. Also das kann man nicht gebrauchen. Oder sie trauen sich nicht mehr auf eine Demo, weil sie sagen, ich werde jetzt gesehen und dann nicht werde ich jetzt hochgejagt demnächst. Also so schlimm ist es noch nicht, Leute. Es ist schon schlimm genug. Aber ich habe es auch überlebt. Ich bin das beste Beispiel. Ich habe jeden Tag auf dem Dach gesessen. Ich bin der Solartechniker. Und ich habe so viel eingeschnüffelt von dem Zeug. Ich will es jetzt nicht niedlich machen, aber ich lebe noch. Vernünftige Ernährung, vernünftiges Salz, vernünftiges Wasser. Man kann auch ein bisschen in der Wohnung tun, um die Stoffe auf dem Teppich wieder zu bekommen. Also Ionisationsgerät vielleicht anschaffen, im Auto sich ein vernünftiges HEPA-Filter einbauen, was vieles schon auffängt. Die ganz kleinen Dinge gehen auch nicht durch, zumindest also gehen dann teilweise durch. Aber besser, man tut irgendwas. Aber das Wichtigste, Leute, knackig gesund sein, bisschen Sport treiben. Die Leute überleben alles besser. Ne? Alles klar. Und wir sind auch nicht, und auch den Humor nicht verlieren, ganz wichtig. Ja? Wir lachen uns manchmal kaputt. Unser Nachbar sagt immer, wie könnt ihr überhaupt noch lachen bei dem ganzen Wissen? Natürlich kann man das. Wir sind hier, um fröhliche Menschen zu sein, um diesen wunderbaren Planeten nicht nur zu beschützen, sondern ihn auch, sich jeden Tag daran zu erfreuen und auch an den Menschen und so weiter. Und insofern
würde ich sagen, also Leute, tut was, klärt Leute weiter auf, tut was gegen diese Mafia, die uns an vielen Seiten, ob das finanziell ist, ob das jetzt wirtschaftlich ist oder was gesundheitlich ist, wirklich niedermacht. Ja? Und ja, das würde ich so sehen. Schönes, wunderschönes Schlusswort, Werner. Und auch eine Perspektive, die ich genauso unterstreichen würde. Also einen Grund zu der Totalverzweiflung gibt es nicht. Es passiert genügend Mist und Müll, aber das können wir ansprechen. Ja, und man kann was auch dagegen tun. Man kann in die Breite gehen. Du machst das seit vielen Jahren, hast dich nie beirren lassen. Und dafür Respekt und ganz herzliches Dankeschön. Ja. Und man darf ja auch nicht vergessen, unsere Eltern, wenn man die Fotos kennt von dem zerbombten Deutschland. Und wie sieht es kurze Jahre danach sah es wieder aus. Ich meine, das Potenzial ist ja da. Nicht? Wir sind schon ein paar Mal aus dem Dreck gekrochen, sag ich mal. Ja. Wir werden das auch noch. Wir werden es auch diesmal schaffen. Ja. Und trotz Merkel wird das auch wieder funktionieren. Genau. Gut. Liebe Zuschauer, wir blenden die Internetseite www.chemtrail.de ein, auf der es, wie ihr schon gehört habt, breite Informationen, Fotos, Bilder, Flyer und Videos zu sehen bekommt und zu sehen ist und natürlich auch, wenn es um Veranstaltungen geht oder wenn ihr Interesse habt und wollt direkten Kontakt und habt interessantes Foto- oder Bildmaterial, dann könnt ihr euch natürlich direkt auch an Werner wenden. Eine Seite, die im Bereich Chemtrail zu dem absoluten Muss gehört. Wie immer ein herzliches Dankeschön für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.